Tachchen. Ich bin 7 plus 15 Minuten, also 22 Minuten zu früh zu meiner Ergotherapie, was ich nämlich versuchen möchte, um meine Emotionen zu regulieren. Jedenfalls bin ich zu früh wie ein richtiger ADSler, der entweder sehr zu spät oder sehr zu früh kommt. Und dachte, ich nutze die Zeit mal, obwohl ich heute ein bisschen durcheinander bin. Vielleicht wird es auch ein anstrengendes Video, um über eine Sache mit euch zu sprechen, euch mitzuteilen, die mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, und zwar das Thema Weinen. Wahnsinnig viele Menschen reagieren relativ allergisch auf Menschen, die weinen. Und mir ist das immer mal wieder passiert, auch in den letzten Monaten, vor allem weil auch Sachen anstrengend waren. Und ich sehe auch immer wieder in Filmen oder Reality-Serien oder auf der Straße oder eben auch im Privatleben bei mir, dass Leute sagen, oh, jetzt hör auf zu heulen. Oder und dann rufst du an und heulst nur. Oder irgend dieses Wort heulen alleine. Ne? Also heulen ist ja im Grunde schon eine abfällige Bewertung des Prozesses Weinen. Und ich würde gerne, beziehungsweise ich habe viel darüber nachgedacht, und ich hatte neulich auch einen Termin bei einer Psychologin, die mir aus einer ganz anderen Ecke dafür auch aus Versehen fast eine Erklärung gegeben hat. Sehe ich komisch aus in der Sonne? Wollen wir das machen? Das wollen wir machen. Genau, warum reagieren Leute eigentlich so allergisch? Und vor allem, das ist viel wichtiger, was ist ein Weinen eigentlich? Warum machen das Leute und warum reagieren andere darauf allergisch? Also die Definition von Weinen ist ja, nehme ich an, klar, richtig. Die Sache ist die, dass das noch nicht final belegt oder herausgefunden wurde, was die Funktion von Weinen ist, also die körperliche. Jeder weiß, wann das passiert, nämlich wenn man traurig ist. Das ist die Kinderantwort, aber grundsätzlich könnte man das wissenschaftlicher vielleicht zusammenfassen, wenn man sagt, wenn die Psyche enormen Stress hat. Ja, also auch Schmerzen sind Stress, Traurigkeit ist Stress, Angst ist Stress, Überforderung ist Stress. Das sind Momente, in denen wir weinen, oder aus Mitgefühl oder aus Freude. Und auch Freude ist auf die eine oder andere Art Stress. Ne? So Freudenstränen ist eine komplette Überraschung, nicht wissen, gerührt sein. Also wieder wird irgendwo irgendwas ausgeschüttet, was man stark spürt, und das führt zu weinen. Dann gibt es noch, was hatte ich eben gesagt? Oh, das werde ich rausschneiden müssen. Und zwar, wo war ich denn? Naja, wird mir schon einfallen, vielleicht füge ich noch was ein. Weiter wichtig zu wissen ist daraus folgend auch, dass das etwas ist, was der Körper als Reflex anbietet. Es ist in den allermeisten Fällen so, dass man nicht einfach so weinen kann auf Knopfdruck. Ne, das müsst ihr euch mal verinnerlichen, denn das ist Teil dieses jetzt holst du schon wieder Vorwurfes, auf den wir hier gleich später nochmal zurückkommen. Ein Teil dessen ist, dass man das mit Absicht macht, um zu manipulieren. Auch der Punkt der Manipulation ist wichtig für später. Also, angenommen, man könnte es mit Absicht machen, beziehungsweise angenommen, man würde es mit Absicht machen, ist das einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es funktioniert nicht sehr gut. Guckt euch doch die ganzen Schauspieler an, die es nicht hinkriegen. Wo mit Chinasalbe im Auge gearbeitet wird und so. Ich habe tausend Reality-Shows und Bachelor und Germany's Next Topmodel gesehen, wo Leute weinen und wo Leute versuchen zu weinen und es nicht sehr gut hinkriegen. Es gibt Polizeiverhöre darüber, es gibt körpersprachliche Analysen darüber, wie glaubhaft das Weinen eines Menschen ist und nicht. Und Fakt ist eben, das ist wahnsinnig schlecht, auf Knopfdruck herzustellen. Und selbst wenn man es auf Knopfdruck herstellt, was zum Beispiel mein Ehemann sehr gut kann, auf eine sehr niedliche Art, der stellt sich eine bestimmte Szene dafür vor, sehr intensiv, und dann kann der weinen. Aber again, er löst quasi in seinem Körper Stress aus durch traurige oder gruselige Gedanken, die sein Gehirn davon überzeugen, diesen Stress zu haben, und dann wird geweint. Christoph drückt nicht einfach einen Knopf, auf dem steht, jetzt kommen Tränen, sondern er muss, so wie Method Actor oder so, sich reinfühlen in etwas. Und Empathie, ah, das war das, was ich vergessen hatte, also Mitgefühl, ist im Grunde das Gleiche. Wenn jemand aus Mitgefühl weint, dann auch nicht, weil er denkt, dass es gut ankommt, sondern weil das Leid oder was auch immer des anderen ihn selbst so berührt. Das ist eben für sehr sensible und empathische Menschen so. Wenn die das sehr berührt, dann muss das raus, dann wird das auch wieder zum eigenen Stress. Die spüren diesen Stress wirklich, und wer diesen Stress spürt, fängt eben wieder an zu weinen. Das ist also ein. Ich stehe auf einem total legalen Parkplatz und habe trotzdem Stress, weil Leute neben mir langsam fahren, weil ich denke, ich wäre eine Zumutung.
Ja, auch Mitgefühl ist also Stress, den der Körper hat und daraus folgend bei sensibleren Menschen oder empathischen Menschen wieder den Reflex, es müssen Tränen raus, herstellt. Also wir halten fest, es ist eher etwas wie ein Reflex. Man kann das nicht sich aussuchen. Die körperliche Komponente davon ist noch nicht ganz klar. Ich habe mal irgendwo gelesen, also ich meine, Stress bedeutet im Grunde ja eigentlich auch nur, dass von irgendwelchen Neurotransmitterstoffen, Fetten, was weiß ich, Hormonen zu viel ausgeschüttet wird. Es verändert die Gehirn, die Körperchemie verändert sich bei Stress. Und ich habe mal die Theorie gelesen, dass durch die Tränen das ausgespült wird. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich wette, man könnte es testen. Natürlich haben Tränen auch eine reinigende Funktion, aber Menschen sind, soweit ich weiß, mit einem sehr erweiterten Gehirn die einzigen, die tatsächlich weinen bei starkem Stress. Vielleicht Affen noch, bitte nagelt mich auf sowas nicht fest. 5 Minuten 40, alles klar. Das ist also der Fakt zu weinen. Das will ich einfach erstmal sagen, um dann dahin zu kommen, warum Leute einem das so übel nehmen. Ne? Und das ist häufiger tatsächlich, bitte findet mich nicht sexistisch, aber das finden Männer häufiger als Frauen anstrengend, weinen und nennen es auch eher heulen anstatt weinen. Das habe ich ganz oft gehabt. Also auch so in gar nicht im Vorwurf, sondern nebenbei. Na, dann hat es angefangen zu heulen, als wäre das eine Straftat. Ne? Ich will, das ist mir wirklich noch wichtig. Im Grunde kann man, oh, ich hoffe, ich bin nicht zu durcheinander. Nach dieser Definition, die ich gerade gegeben habe, ne, was Weinen eigentlich ist, wenn wir uns das so zusammen mal so hindenken, dann ist Weinen im Grunde also tatsächlich, das klingt super weird, aber wie Bluten, nur im Kopf. Schmerzen, Stress, wenn der Körper Stress hat, einem Trauma ausgeliefert wird, dann gehen Sachen kaputt. Dann bluten Sachen. Der Körper sagt, wow, fuck, Achtung, hier ist was nicht in Ordnung, bitte sieh das, bitte kümmere dich darum. Und bei der Seele ist es eben das erste richtig sichtbare Zeichen ist genau das. Dann blutet die Seele, es ist ein Zeichen und ich bin mir ganz sicher, dass das dafür, wobei das hatte ich auch gelesen, dass das natürlich für Kinder total überlebenswichtig ist, denn Kinder zeigen mit Weinen mir, es stimmt etwas nicht. Also bei Babys wird noch sehr wohl in Erwägung gezogen, weinen bedeutet, es gibt ein Problem, ich muss mich darum kümmern. Ab einem gewissen Alter, kennt ihr auch, wird einem gesagt, jetzt heul doch nicht oder Jungs heulen nicht oder es gibt doch gar keinen Grund zu weinen, lass uns gar nicht dahin gehen. Es wird einem also irgendwann aberzogen. Ein Reflex, ein Überlebensreflex wird einem aberzogen. Und ich hätte so gern, dass wir ein bisschen mehr das sehen, dass Weinen wirklich Blut im Kopf ist. Da passiert was, der andere ist überfordert, dem geht's nicht gut. Es ist eine weiße Fahne, es ist ein Achtung, Achtung, wir müssen was anders machen. Und ich glaube gerne, dass Menschen, natürlich gibt es Menschen und wahrscheinlich mehr Frauen, die Weinen auch als Manipulation einsetzen. Ne? Ich würde nicht sagen Waffe, denn Weinen tut niemandem weh. Selbst wenn Weinen eingesetzt wird zu manipulativen Zwecken, dann ist der manipulative Zweck ja im Grunde nur, bitte sieh mich. Sieh mich, ich bin traurig, ich habe ein Problem, du siehst es augenscheinlich so nicht, dann zeige ich dir mal durch das internationale Zeichen von Überforderung, nämlich Weinen, dass ich traurig bin. Und dann drücken manche Leute auf den Knopf, könnte ich mir vorstellen. Und ein winziger Teil macht damit bestimmt auch noch irgendeine Form von Schindluder. Aber im Grunde ist Weinen, Achtung, mir geht's nicht gut, bitte mach was. Warum reagieren dann also so viele Menschen so ablehnend darauf? Denn auch ich habe das Gefühl, das ist doch gar nichts Schlechtes, weil ich bin ihr kennt mich ja, ich trage mein Herz auf der Zunge. Ich bin unfassbar transparent. Ich bin das auch, weil ich das irgendwann gewählt habe, glaube ich, als Flucht nach vorne. Ich weiß um meine Fehler. Ich will nicht so tun, als wäre ich jemand anders. Ich will nicht erwischt werden dabei, deswegen mache ich es nicht. Also bin ich super transparent und damit auch sehr verletzbar, vulnerabel, sagt man, denn wer transparent ist, hat keine Mauer oben, ist da, kann man leichter eindringen, kann man leichter verletzen, kann man leichter töten. Es ist also relativ risikoreich, vulnerabel und transparent zu sein. Und genau diese Menschen weinen dann aber eben häufiger, weil sie nicht so tun, als wären sie nicht traurig, sondern weil sie ein normales Gefühl zulassen, das ist normale Körpersprache. Und die Menschen, die darauf eben so unangenehm reagieren, das habe ich mich eine Zeit lang wirklich gefragt und bin manchmal selber daran verzweifelt, weil ich dachte, ich mache das nicht extra. Wie oft meine Eltern mir früher gesagt haben, oh, jetzt hör mal auf zu heulen. Und ich so denke, ich kann es mir nicht aussuchen. Ich weiß noch, wie ich schluchzend irgendwo stand und mein gesamter Körper schüttelte sich. Und ich denke so, wirklich, glaub mir, ich wünschte, ich könnte aufhören. Man kann Weinen auch nicht einfach stoppen. Have you seen Bräute, die versuchen, mit aller Macht Tränen zurückzuhalten, damit ein schweineteues Hochzeits-Make-up nicht kaputt geht? Man kann das nicht zurückhalten. Also bitte verbietet einem das nicht und im besten Fall
seht das als Blut. Da blutet jemand, da würdet ihr auch nicht weiter reinstechen. So, also jetzt aber zu meiner Vermutung, warum Leute das problematisch finden. Natürlich werden die vermutlich auch ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht haben, mit einer Form von Manipulation. Und da stellt sich eben die Frage, was ist denn das Manipulierende daran? Ne, warum kann man das denn überhaupt benutzen als Manipulation? Auch das ginge ja nur, wenn das eine evolutionäre Voreinstellung wäre. Wenn Menschen, und das sind sie, eben darauf geeicht sind, wenn ein anderer weint, muss Vorsicht gelten. Man hat also auf einmal eine Verantwortung, und da kommt diese Psychologin ins Spiel, mit der ich neulich gesprochen habe, und mit der haben wir nur ganz kurz dieses Thema gestreift, weil ich zu ihr auch meinte, hä, wie kann dann jemand weiter auf einen reinhauen, wenn man schon sagt, Entschuldigung, und traurig ist und weint? So, hä, das gibt doch gar keinen Grund, in meiner Welt gab es nicht einen Grund. Und sie meinte, naja, Verantwortung. Wir haben jetzt nicht weiter drüber geredet. Kann sein, dass sie was ganz anderes meinte, aber mich lässt das nicht los. Und seitdem denke ich darüber nach, denn es stimmt. Wenn du jemanden vor dir hast mit Tränen in den Augen oder Blut oder einer weißen Fahne oder einer wirklich ehrlichen Entschuldigung, macht das was mit dir als Gegenüber? Du hast dann, wenn du ein normal tickender Mensch bist, aufgrund deines sozialen Verhaltens als Mensch, hast du automatisch reflexhaft, ich würde behaupten, evolutionär eingeballert, die Verantwortung, dich um dieses andere Lebewesen zu kümmern. Nur Psychopathen fühlen das nicht und wollen Lebewesen zerstören. Der durchschnittliche Mensch ist sozial, möchte und muss aufeinander aufpassen, weil er nur zusammen gut funktioniert. Also gibt man, wenn man weint, jemanden eine Verantwortung, die derjenige in diesem Moment aber nicht haben will? Hä? Und das hatte ich nie auf dem Schirm. Hä? Ich möchte ehrlich gesagt, beschönigt das nichts für mich, aber es macht zumindest, dass ich verstehe, was da los ist, weil ich oft an meine Grenzen komme in Momenten, wo ich denke, hä? Wie kann mir das jetzt übel genommen werden, dass es mir wirklich schlecht geht und ich weine? Ich bin noch nicht mal sauer und, also ich bin sauer und ich bin dann, finde das ungerecht, aber das kann ich sogar wegmachen. Ich will es nur verstehen, denn wenn ich es verstehen würde, würde es so viel weniger wehtun, glaube ich, weil sonst ist es, wenn ich es nicht kapiere, ist es furchtbar. Und dieser Moment hat dafür gesorgt, dass ich das erste Mal dachte, verstehe. Es ist im Grunde genau auch so, wie ich denke, denn die Tränen lösen sehr wohl das aus, was sie sollen beim Gegenüber, aber aufgrund von entweder schlechten Erfahrungen oder nicht genug Bindung zueinander, weil man sich eher fremd ist oder nicht so nah ist oder, führt das zu einem Gefühl der Verantwortung, dem man aber nicht nachgehen will. Und das wiederum kann ich ehrlich gesagt verstehen, so kacke ich es finde, aber ich kenne dieses Gefühl von Verantwortung und das Problem ist, dass ich dem einfach jedes fucking Mal nachgehe. Da muss wirklich jetzt hier draußen nur jemand stolpern und ich heb den auf und bringe den noch nach Hause und werde dann wahrscheinlich mich noch mit den Familienmitgliedern anfreunden. Und das ist super cool von mir, ich weiß, und es ist gleichzeitig scheiße, weil ich, das ist zu viel, ich habe nicht für alle die Verantwortung. Also das ist ein Erklärungsversuch, beziehungsweise einer, der auf ziemlich viel Logik basiert, finde ich. Ich finde es gar nicht hippie-mäßig. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ergotherapie ist jetzt nach 13 Minuten, ja siehst du, steige ich aus, rauch noch eine und dann gehe ich da schnell hin. Vielleicht werde ich das nachher noch ergänzen, das Video. Das waren meine Gedanken. Wenn ihr das bis zu Ende geguckt habt, lasst mal ein Lineal-Emoji da, nur damit ich Bescheid weiß. Und was alle anderen YouTuber auch immer sagen ist, abonniert das doch, ich habe Bock, über diese Sachen mehr zu reden, weil sie mich beschäftigen. Einfach so, ohne Geld, ohne was auch immer. Aber ich kann das nicht auf Instagram machen, deswegen werde ich das wahrscheinlich exklusiv einfach immer hier machen. Also abonniert gern den Kanal und was man sonst noch machen muss. Jetzt ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was man noch als YouTuber sagt. So, ich gucke jetzt, ob Neurofeedback was für mich ist. Ciao!